Diesmal wieder was zum Thema Projektmanagement und zwar agiles Projektmanagement. Ja, was ist der Unterschied zum klassischen? Was hat es mit Scrum auf sich? Hier mal versucht, einen Überblick zu geben, einen pragmatischen. Also warum brauchen wir es überhaupt? Was soll denn das ganze Thema eigentlich sein? Und ein Thema, was wir da ganz schnell haben, ist das Thema der, ja, wir teilen ein Projekt in Sprints auf. Wir denken nicht mehr immer das gesamte Projekt vom Anfang bis zum Ende, das normalerweise irgendwie so aussieht, ja, im Sinne eines Wasserfallmodells oder was ihr sonst vielleicht gehört habt. Beim Anfang kommt so die Analyse, dann kommt das Design, also nicht nur UI, sondern wie ist die grobe Struktur der Applikation überhaupt, wie ist die Architektur zum Thema. Dann kommt eine lange Phase der Implementierung und zum Schluss, zumindest sofern wir Zeit haben, der Test. Und dann kommt ja die Abnahme und hinten am Ende die Wartung. Also die Weiterentwicklung anpassen an neue Gegebenheiten, Feature-Wünsche umsetzen, die vorher nicht definiert wurden. Ja, so ist ja die Grundidee eines Projekts und das geht vielleicht im Bereich Maschinenbau oder anderen Varianten vielleicht in der Art und Weise, aber nicht im Bereich, wenn wir in der Software sind, wo es um Prototypen geht, wo wir immer in Situationen sind, die wir so in der Art und Weise noch nicht gemacht haben. Und warum funktioniert das nicht so gut? Wir alle wissen oder möglicherweise zumindest, dass Fehler umso aufwendiger und teurer sind, je später sie auftreten. Also Fehler, die erst in der Wartung auftreten, das können jetzt kleine Bugs sein, dann ist es in der Implementierung, ist kein so Problem, aber wenn wir dann drauf kommen, okay, da ist beim Testen schon ein Fehler, weil die Tests falsch sind, da ist bei der Implementierung was falsch gegangen, nein, eigentlich nicht, denn das ganze Design ist schon ein Fehler drin und dann kommen wir drauf, dass bei der Anforderungsanalyse ein Fehler war. Ja, dann wird der Fehler schwierig, weil dann wird er richtig teuer, weil die Analyse zu adaptieren heißt dann, das Design zu hinterfragen, heißt dann, die Implementierung zu adaptieren, heißt dann, die Tests zu adaptieren und eine ganze Reihe zu machen. Oder vielleicht ein bisschen weniger abstrakt. Gehen wir in die Autowelt. Wir alle wissen, was ist der teuerste Fehler, den ein Autohersteller machen kann. Das ist der dann bekannt wird, wenn die Autos schon draußen sind auf der Straße, wenn Tausende und Hunderttausende Autos zurückgerufen werden müssen aufgrund einer Dichtung oder irgend sowas in der Art. Viel günstiger kommt der Fehler, also dann müssen die Autos in die Werkstatt verrechnet das, der Autohersteller zahlt das. Vorher das ganze Prozedere rundherum. Negative Publicity umdrehen. So, viel billiger ist es, wenn während der Entwicklung des Autos, während der ersten Prototypen bereits diese Information da wäre, denn dann brauchen wir nur den Prototyp ändern. Wir können die ganze Produktion und den ganzen Bestellprozess dann auf die Änderung anpassen und müssen nicht erst das im Nachhinein aufarbeiten. Also ich hoffe, so könnt ihr euch irgendwie vorstellen, warum das ein Problem ist. So, jetzt sind wir in der Software. Die Kunden wissen in der Analyse Situation häufig gar nicht, was sie wirklich wollen oder brauchen. Das ist nicht böswillig, das liegt an der Natur der Sache. Das möchte ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Das heißt, wir kommen, wenn wir dann erst nach dem ganzen Design, nach der Implementierung, über Monate und Jahre hinweg das bauen, was wir alle geglaubt haben, wir reden vom Gleichen, erst nach der Abnahme oder bei der Abnahme drauf kommen, dass das ein Blödsinn war, oder dass hier einfach zwei unterschiedliche Vorstellungen aufeinander prallen, ja, dann haben wir ein Problem, denn dann müssen wir back to the roots, zurück zur Analyse. Dann geht es immer schnell darum, ja, aber das wurde ja so bestellt oder nein, das war aber nicht so gemeint und wer zahlt jetzt diesen Aufwand? Und lauter so unangenehme Sachen. Also je später der Fehler auftritt, umso unangenehmer ist das Thema. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn das früher der Fall wäre. Und im agilen Projektmanagement weiß man oder anders gesagt, man weiß es immer, dass es, wie sage ich, in der Analyse nie vollständig ist. Also wir wissen, dass eine Analyse nie vollständig sein kann, geschweige denn, dass die Analyse sozusagen hält. Also wir wissen, dass im Allgemeinen sich Anforderungen ändern im Laufe des Projektes, dass neue Anforderungen dazukommen. Und das weiß man allgemein, aber diese starren Vorgehensweisen, die können darauf nicht reagieren. Agiles Projektmanagement geht jetzt her und sagt, okay, Änderungen kommen, das wissen wir, heißen wir sie willkommen. Und also machen wir das nicht so, sondern machen wir das ganze Thema etwas abgespeckt oder besser gesagt in kleinen Zyklen. Also machen wir
eine Analyse, so eine Grobanalyse oder von einem bestimmten Teil machen wir das Design und die Implementierung und das Test von diesem Teil und versuchen wir möglichst schnell ein Release rauszubringen zum Kunden, zum Testen, um Feedback zu diesem Release zu bekommen. Und wenn dieses Feedback heißt, wir müssen was ändern, dann können wir es im nächsten Zyklus, im nächsten Sprint heißt das dann meistens, einplanen. Und diese Änderungen können wir dann gleich umsetzen, beziehungsweise können wir uns von den nächsten Themen detaillierter analysieren. Wir können die nächsten Features rausnehmen, die wir implementieren wollen und dann das wieder testen und dann wieder ein Release machen, raus zum Kunden so schnell als möglich, damit wir möglichst bald das Feedback bekommen und nicht erst ein Jahr später oder noch länger. Also schlussendlich könnte man sagen, ein etwas pragmatischer Ansatz, also für alle Scrum Master und sonst was, bitte verzeiht mir, wenn ich etwas ungenau bin, aber der Grundgedanke ist, wir machen nicht ein großes Projekt, wir machen viele, viele, viele kleine Projekte. Und diese vielen kleinen Projekte, das sind dann eben Sprints. So ein Sprint hat meist so 1 bis 4 Wochen, manchmal auch 2 Monate. Auch das kann man sich in Wahrheit im Projekt ausmachen oder aussuchen, oder wird vorgegeben. Aber auch das unterscheidet sich von Projekt zu Projekt. Es gibt welche, die sagen, in 2 Monaten, das ist nicht mehr agil, aber im Verhältnis zu den 3 Jahreszyklen, die man sonst hat, ist das doch sehr wohl agil. Kommt immer darauf an, von welchem Standpunkt man ausgeht. Ja, und das ist dann sozusagen ein agiles Projekt. Naja, es gehört schon ein bisschen mehr dazu, als immer nur sozusagen zum nächsten Meister zu denken, aber schlussendlich sagen wir kleine Projekte. Das nächste ist in so einem Sprint, also in einem so Prozess von Analyse zu Release zum Kunden, in einem so Prozess versuchen wir möglichst effizient zu sein, versucht sich das Entwicklerteam dann gerade im Scrum möglichst selbst zu organisieren. Da gibt es dann ein paar Rollen, da gibt es dann einen Product Owner, da gibt es einen Scrum Master, da gibt es dann so Begriffe wie Backlog. Ja, und das werden wir uns jetzt als nächstes dann anschauen, wenn es darum geht, ja, wie schaut so ein Scrum-Prozess so ungefähr aus?